Das Zahnleid. Sie sehen vielleicht schon anhand des Titels, dass ich das Zahnleid mit großen L geschrieben habe. Es geht also nicht so sehr darum, um das Leid mit den Zähnen, sondern es geht um das Leid an sich. Und diese Grundfrage des Leides umfasst alle anderen Leiden, die wir so haben, egal ob mit den Zähnen, mit der Gesundheit, mit dem Partner und so weiter. Sie werden sich jetzt denken, was will denn ein Zahnarzt, ein Amalgampopler denn schon über das Zahn oder über das Leid erzählen? Was will der für Erkenntnisse haben? Wie kann der das lösen? Das ist das Schöne an dem, worüber ich jetzt sprechen werde. Es ist nicht mein Wissen. Es ist auch nicht etwas von mir oder Sie benötigen dazu keine Religionen, keinen Guru, keine spirituellen Zauber. Es ist etwas, was schon immer da ist. Es ist etwas, was in Ihnen ist, nur Sie sind sich dessen noch nicht bewusst. Jetzt werden Sie denken, ja na klar, und du weißt es natürlich. Es wissen schon viele. Ich könnte das, worüber ich in den nächsten paar Minuten reden werde, auch mit einem Satz zusammenfassen. Jedoch würden Sie dann da sitzen und es würde Ihnen vielleicht so ergehen wie vor diesem Bild. Sie sehen ein histologisches Bild und eigentlich wissen Sie nicht genau, worum es hier geht. Es gibt dieses Sprichwort, das, was man sieht, sagt einem nichts, wenn man nicht schon vorher weiß, wonach man Ausschau hält. Und genauso ist es mit dem, worüber wir hier reden. Wieso reden wir überhaupt darüber? Im Grunde genommen wird es so sein, dass diejenigen, die dieses Video oder diese Worte nicht ansprechen, die werden sofort wegklicken. Es ist auch nicht wichtig, dass sie das anspricht, weil es ist, wie gesagt, nicht etwas, was von mir stammt. Es gibt zu dieser, ich nenne es jetzt einmal Wahrheit, verschiedene Wege, verschiedene Tore, würde ich aus meinem heutigen Wissensstand sagen. Für manche ist das Tor ein unsagbares Leid, für manche ist es eine Religion, der Buddhismus, Hinduismus, für wiederum andere ist es irgendein Live-Event. Und plötzlich beginnt man etwas zu fühlen, worüber man eigentlich nicht reden kann. Ich sehe dieses Video oder diesen Beitrag als vielleicht ein kleines Tor für den einen oder anderen. Ich selber habe durch Erfahrungen und später dann durch Lesen gewisser Literatur eine Sensibilität für das entwickelt, worüber ich hier rede. Das Problem mit dem, worüber wir hier reden oder reden werden, ist, dass man eigentlich nicht darüber reden kann. Jetzt werden Sie sagen, naja, willst du jetzt darüber reden oder willst du nicht darüber reden, kannst oder kannst nicht? Ich bringe es Ihnen auf einen Punkt, Liebe. Erklären Sie Liebe jemanden, der noch nie geliebt hat. Ja, Sie können sagen, du, da gibt es also Mama und da gibt es Papa oder da gibt es Mutter, Tochter und was weiß ich. Aber Sie werden sich ziemlich schwer tun, Liebe zu erklären. Jemanden, der aber geliebt hat, dem müssen Sie nichts erklären. Auch kann man Liebe nicht bezweifeln. Liebe gibt es, aber wir können es nicht begreifen. Wir können es nur fühlen. Das, worüber wir jetzt reden werden, das kann man fühlen, wenn man einen gewissen Bewusstseinszustand erreicht hat. Unsere Sinne und unsere Entwicklung hindert uns aber daran. Jetzt werden Sie sagen, oh Gott, nicht schon wieder ein Vortrag über erkenne dich selbst und oder hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, Sie brauchen dazu keine Religionen, keine spirituellen Thesen, keine Gurus.
Es ist in ihnen drin. Und am Ende dieses Videos werden manche von ihnen vielleicht dastehen und sich denken, ja, gibt's das? Vor lauter Bäumen sah ich den Wald nicht. Wir müssen aber verstehen, dass die Wörter, die wir jetzt verwenden werden, Hinweisschilder sind. Hinweisschilder für etwas, das wir eben sehr schwer beschreiben können, begreifen können. Deswegen nageln Sie mich bitte nicht fest, wenn ich hin und wieder Wörter verwende, die Ihnen nicht so gut gefallen. Mir selbst gefallen immer wieder Ausdrücke nicht, nur mir fällt halt nichts Besseres ein. Es ist leider auch nicht so einfach, dass man es mit einem Beispiel wie der Liebe umschreiben könnte. Man muss in gewissen Bereichen ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Und ich möchte mit der modernen Physik beginnen. Ich möchte einmal eine Unterscheidung treffen zwischen Realität und Wirklichkeit. Sie werden jetzt sagen, na Moment, was meinst du mit Realität, was ist Wirklichkeit? Ich beschreibe mal diese Hinweisschilder. Realität bezeichne ich als das, was wir erleben, was wir sehen, von dem wir annehmen, das ist unser Leben. Dazu gehört also die Familie, die Freunde, der Job, die ganzen Inhalte, die das Ganze ausschmückt, Auto, Wohnung, Häuser, Geld, Karriere. Das ist die Realität und von dem grenze ich die Wirklichkeit ab. Jetzt werden Sie sich fragen, du, entschuldige, was willst du da eigentlich abgrenzen? Gehen wir zur Physik. Die Physik hat vor 100 Jahren eine Entdeckung gemacht. Man wollte oder man will das kleinste Teilchen finden, aus dem sozusagen alles aufgebaut ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Diese Hand. Der Arzt würde sagen, okay, das ist eine Hand, das ist ein Unterarm. Der Anatom würde sagen, ja langsam, das sind also genauer gesagt Finger und die Handfläche und Unterarm mit Elle und Speiche. Der Histologe würde sagen, ja Moment, das ist nicht ganz wahr, das ist Muskel, Knochen, Sehnen. Der Biochemiker würde zu dem hier sagen, langsam, langsam, das sind Fette, Kohlenhydrate, Proteine. Der Genetiker würde sagen, nein, das sind Zellen, Muskelzellen, Knochenzellen mit DNA. Der Physiker würde sagen, das ist Energie. Jetzt werden Sie sagen, was heißt, das ist Energie? Man hat vor ca. 100 Jahren bei der Zerkleinerung der Materie eine Entdeckung gemacht. Man sah, dass es keine Materie gibt. All das, was sich für uns so als Realität anfühlt, also so, das bin ich und das ist der Tisch, vor dem ich sitze und der Computer, das ist eigentlich etwas, was für einen ganz kurzen Moment sich materialisiert und dann plötzlich verschwindet. Und wenn ich das Ganze messen will, dann verhält es sich wiederum anders. Sie können in YouTube das Wort Doppelspaltversuch eingeben. Und dann finden Sie ein schönes Video dazu, eine schöne Illustration, die Ihnen das ein bisschen erklären soll. Die Physik hat also etwas entdeckt, wo man erkannte, dass das, woraus wir glauben, dass die Welt aufgebaut ist, nämlich Materie aus einem kleinsten Teilchen, aus einem Lego-Steinchen, aus dem sich dann alles andere ergibt, nicht vorhanden ist. Es ist alles nur Energie. Hans-Peter Dürr, ebenfalls in YouTube nachzusehen, er ist Nobelpreisträger und Quantenphysiker, kann Ihnen das noch viel schöner erklären. Die Physik erkannte oder erkennt, dass es also Materie in diesem Sinne nicht gibt.
Jetzt werden Sie sagen, naja, wie ist das jetzt zu verstehen? Eigentlich ganz einfach. Die Luft, die sich zwischen uns befindet, die Stromleitungen, die sich zwischen uns befinden, der Monitor, all das ist aus dem gleichen Ding aufgebaut, aus der gleichen, nennen wir es Energie, mir fällt kein besserer Begriff jetzt einmal ein, aus dem sie selber sind, aus dem die Sonne ist, aus dem die Planeten sind. Das ganze Universum ist aus einer Substanz aufgebaut, aus Energie, die sich einmal kurz materialisiert und dann wieder verschwindet. In der Physik wollte man das nicht glauben. Man führte die Stringtheorie ein, wo man Zeitpartikel einführte, um dieses Missverhältnis zwischen der Quanten- und der Relativitätstheorie zu erklären. Man will Materie nachweisen. Denn es ist für uns schwer zu glauben, verständlich, dass es eben keine Materie gibt. Denn wir wollen immer alles begreifen, angreifen. Was aber bedeutet das nun? Oder hat das eine Relevanz für das Leid, werden Sie sagen? Na gut, ist halt alles Energie. Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Punkt. Das bedeutet, dass dieser Tisch, vor dem ich hier sitze, die Maus, die ich in der Hand habe, sich nicht von mir unterscheidet. Strukturell gesehen ist der Aufbau völlig der gleiche. Was aber macht den Unterschied? Wovon unterscheidet sich dieser Tisch von mir? Im Endeffekt bin ich ja sogar mit diesem Tisch verbunden, denn die Luft, die uns scheinbar trennt, ist ja wiederum kein Sauerstoffmolekül, kein CO2-Molekül, sondern eigentlich wieder nur eine Energie, die Energie. Um zu erklären, was der Unterschied zwischen dem Tisch und mir ist, muss man vielleicht das Leben neu definieren und sich mit zwei Grundgesetzen in der Natur ein wenig beschäftigen. In der Natur passiert das Wahrscheinliche wahrscheinlicher. Und die Unordnung nimmt zu. Was meint man damit? Zwei so komische Sätze, das Wahrscheinlichere passiert wahrscheinlicher und die Unordnung nimmt zu. Wir haben viel Energie aufgewendet, um aus Holz diesen Tisch zu machen. Wir haben mit Nägeln auf diesen Tisch eingeschlagen, wir haben mit Leim und diesen Tisch geformt zu Brettern und nun ist es der Tisch. Dieser Tisch nimmt jetzt keine Energie auf. Er rematerialisiert sich in jedem Moment wieder zum Tisch. Ich drehe mich um. Das ist wieder der Tisch, weil es für den Tisch das Einfachste ist. Das Wahrscheinlichere geschieht wahrscheinlicher. Sie müssen sich diese Rematerialisierung wie einen Film vorstellen. Ein Film ist ja nichts anderes als aneinandergereihte Bilder. Für uns, wenn die Bilder in einer gewissen Geschwindigkeit aneinandergereiht werden, entsteht ein Film. Die Rematerialisierung dieses Tisches geht so schnell vor sich, dass wir einfach einen Tisch wahrnehmen, als wäre er immer da. Dass sich dieser Tisch oder die Maus oder der Bildschirm oder unsere ganze Umgebung immer wieder neu bildet, erkennen wir nicht, weil wir dafür keine Sinne haben. Erst die Physiker durch spezielle und aufwendige Apparate konnten erkennen, dass dieses kleinste Teilchen, dieses Bruchstück eines Elektrons, Elektron wieder ein Hinweisschild für etwas, dass das einmal da ist und dann ist es wieder nicht da. Nur wir sehen das nicht. Wir können diesen Tisch ändern, ich kann Energie zuführen, ich kann ihn verbrennen, ich kann ihn zerschlagen, dann muss ich Energie aufbringen. Der Tisch aber wird einfach immer wieder zum Tisch. Gleichzeitig wird er unordentlicher. In ein paar Jahrhunderten ist er zu Staub zerfallen, weil er eben keine Energie zugeführt bekommt. Wir könnten ihn ausbessern, wir könnten die Kanten, die abgeschliffen sind,
nachschleifen und mit Holzleim auftragen, dann würden wir wieder Energie aufbringen. Wenn Sie Milch in den Tee schütten, vermengt es sich, die Unordnung nimmt zu. Das Wahrscheinlichere geschieht wahrscheinlicher. Wenn Sie die Milch vom Tee wieder trennen können, können Sie das. Mit Destillation und Sie müssen wieder Energie zuführen. Der Unterschied zwischen mir und diesem Tisch ist, dass ich mich immer wieder neu rematerialisiere. Ich bilde immer wieder etwas Neues, muss aber Energie zuführen. Ich befinde mich immer in einem Punkt der höchsten Instabilität. Was heißt das jetzt schon wieder? Hans-Peter Dürr bringt ein sehr schönes Beispiel mit einem Pendel. Sie kennen ein Pendel. Ein Pendel, wenn man es hochhebt und loslässt, dann pendelt es eben. So lange, bis es zum Stillstand kommt. Bringe ich dieses Pendel genau in die Senkrechte und lasse es los, dann kann keiner sagen, ob es nach links oder nach rechts fallen wird. Einige werden sagen, naja, das hängt davon ab, wo du stehst. Andere werden dann sagen, naja, wenn du es noch genauer zentrierst, das Pendel, dann hängt es davon ab, ob zum Beispiel ein Flugzeug vorbeifliegt und die Fensterscheibe in Vibrationen versetzt, dann wird das Pendel beeinflussen. Ja, und wir zentrieren das Pendel noch präziser in der Senkrechten. Dann werden wahrscheinlich Photonen von der Sonne bei einer Sonneneruption ausreichen, um das Pendel in die eine oder in die andere Richtung zu beeinflussen. Das heißt, im Punkt der höchsten Instabilität hat dieses Pendel die höchste Sensitivität. Es kommuniziert plötzlich mit dem ganzen Universum. Leben bedeutet immer einen Punkt der höchsten Instabilität. So kommunizieren wir auch mit unserer Umgebung. Das Pendel findet seinen Weg nicht wieder zurück in die Senkrechte, sondern es pendelt aus. Außer man fügt wieder Energie hinzu und stellt es zum Anfang. Wir Menschen oder Leben generell befindet sich immer im Punkt der höchsten Instabilität. Wir müssen aber Energie zuführen. Das unterscheidet mich von diesem Tisch. Rein materiell gesehen hat der Tisch und ich den gleichen Aufbau. Auch wir unterscheiden uns im Endeffekt nicht. Wir sind über die Luft, über den Monitor, über den elektrischen Strom miteinander verbunden. Jetzt werden Sie sich denken, ja super, und was hat das eigentlich mit dem Leid zu tun? Sehr viel. Man muss nur ein bisschen ausholen und sich einmal über diese Dinge bewusst werden, dass das, was wir als Realität erleben, eigentlich nur ein Produkt unserer Sinne ist und nicht der Wirklichkeit entspricht. Die Wirklichkeit ist also etwas, was wir nicht sehen können, angreifen, begreifen können. Jetzt werden Sie sich denken, naja, hat das dann überhaupt eine Relevanz für unser Leben? Ja, das hat es. Wir werden unser Leben niemals begreifen können, obwohl wir das unbedingt wollen. Unsere ganze Wissenschaft funktioniert nach diesem System. Unser ganzes System funktioniert nach dieser Doktrine, dass wir alles begreifen müssen. Wir müssen alles zerlegen, um es für uns sozusagen zu verdauen. Ich habe Ihnen vorher dieses Beispiel mit dem Mediziner, der Anatome, der Histologe und so weiter gesagt. Und genauso funktioniert unsere Wissenschaft. Sie legt also Netze über diese Realität. Die Realität ist ein Teil von dem, was wir hier erleben, und versucht, diese Wirklichkeit zu erklären.
Man kann das mit einem noch viel einfacheren Beispiel festhalten. Nehmen Sie sich unsere Sinne, unseren Sehsinn, unseren Gehörsinn, unseren Geschmackssinn, Geruchssinn. Von diesen Sinnen ist unser Sehsinn der dominanteste. Und das, was wir sehen, das erscheint uns als wirklich, als real. Das ist halt so. Wenn Sie sich das elektromagnetische Spektrum ansehen, dann werden Sie merken, auf der einen Teil der Skala, da ist also das Infrarotspektrum, die Wärmestrahlung, der nicht sichtbare Anteil des Lichtes, und auf dem anderen Teil, auf dem anderen Spektrum, ist die Gammastrahlung, die harte Gammastrahlung, und viele kennen natürlich noch die Radarstrahlung und Röntgenstrahlung und so weiter. Den Teil, den wir aber mit unseren Augen sehen, das ist nur ein kleiner Teil von dem, was hier rundherum eigentlich an elektromagnetischer Strahlung herumschwirrt. Und wir reden hier nur von elektromagnetischer Strahlung. Stellen Sie sich vor, Sie würden in eine Schlucht gehen und machen die Augen zu. Und anhand dieser Schallwellen würden Sie sich dann ein Bild von dieser Welt machen. So nämlich sieht zum Beispiel der Delfin oder die Fledermaus die Welt. Ist das real? Ist diese Welt realer als unsere oder weniger real? Ist, weil ein Blinder die Welt nur schwarz sieht, die Welt deswegen nur schwarz? Nein. Die Welt erscheint uns mit unseren Sinnen. Wir nehmen einen kleinen Ausschnitt wahr. Und weil der Sehsinn so ein dominanter Sinn ist, bezeichnen wir das, diesen kleinen Ausschnitt, als real, als Realität. Die Wirklichkeit ist aber eine völlig andere. Die ist nur zu fühlen und nicht zu begreifen. Jetzt werden Sie sich denken, was meinst du die ganze Zeit mit diesem Fühlen? Was ist das Fühlen? Jeder von Ihnen kennt diese Momente. Sie sind zum Beispiel, wenn Sie vorm Meer sitzen, an nichts denken und plötzlich überkommt Sie eine Freude, eine Kraft. Plötzlich schießt Ihnen die Liebe ein. Sie gehen im Wald spazieren und fühlen sich geborgen. Sie sitzen mit Freunden vorm Lagerfeuer, reden nicht, starren ins Feuer und plötzlich überkommt Sie ein Glücksgefühl, dass ihnen die Gänsehaut aufkommt. Das sind Momente, wo sie mit der Wirklichkeit verbunden sind, ohne es zu wissen. Jetzt werden sie sagen, entschuldige, was meinst du mit verbunden mit der Wirklichkeit und wie meinst du das? Wir sind in unserem Leben durch Inhalte abgelenkt. Wir sehen und nehmen uns als Individuen wahr, wir nehmen an, wir haben einen Job, wir haben also Kinder, das haben wir auch alles. Das ist dieser kleine Anteil, den uns unsere Sinne von dieser Welt liefern. Diesen Anteil, den nehmen wir sehr ernst. Wir suchen den optimalen Partner, wir suchen den optimalen Job, wir versuchen Geld zu verdienen, um groß, mächtig, anerkannt zu sein. Wir verhalten uns wie Regentropfen. Wir erkennen aber nicht, dass wir eigentlich das Meer sind. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht voneinander isoliert. Die moderne Physik hat uns das gezeigt. Die moderne Physik hat uns gezeigt, dass wir alle aus einer Energieform stammen. Aus diesen Erkenntnissen gibt es heute, wie gesagt, elektrischen Strom, Radioaktivität, das Handy. Aber all das geht an uns vorbei, denn das ist eben nicht greifbar. Da wir also in unserem Leben, nämlich unser Leben, wir glauben ja, das ist unser Leben, so gefangen sind von diesen Inhalten, kämpfen wir, zum Beispiel in der Wissenschaft, auch mit ganz schwerwiegenden Problemen. Ich will diesen Umstand mit einer Geschichte beschreiben. Ich habe diese Geschichte selber gehört und sie gefiel mir sehr gut. Ein Fischer steht nach 30 Jahren und blickt übers Meer. Es ist sein letzter Tag, an dem er fischt. Und er denkt sich,
Ich habe jetzt 30 Jahre gefischt, ich muss zwei Gesetze aufstellen. Diese Gesetze übergebe ich dann an meine Nachkommenschaft, weil ich bin Fischforscher, ein Ichthyologe. Und er stellt zwei Gesetze auf. Er sagt, ich bin heute mit dieser Erkenntnis soweit, jeder Fisch ist mindestens 10 cm und alle Fische haben Kiemen. Ganz stolz auf seine beiden Erkenntnisse geht er nach Hause und erzählt dem Philosophen, seinem Freund davon. Und der Philosoph sagt, du Moment, langsam, das eine Gesetz, du müsstest alle Fische gefangen haben, dass du das überhaupt sagen kannst, das mit den Kiemen. Und das andere Gesetz, dass alle Fische 10 cm groß sind, bitte schau dir deine Netze an, deine Maschenweite der Netze ist nur 10 cm. Und somit kannst du natürlich nicht einen kleineren Fisch fangen, die schwimmen ja alle hindurch. Ganz erzürnt sagt der Fischer, du, ich bin Ichthyologe, ich habe 30 Jahre gefischt. In meiner Welt ist ein Fisch definiert als das, was ich mit meinem Netz fangen kann. Und außerdem verkaufe ich seit 30 Jahren Fische am Markt und noch nie hat mich wer gefragt nach einem Fisch, den ich nicht fangen kann. Diese Geschichte zeigt das Problem der heutigen Wissenschaft. Dadurch, dass wir uns alle als Regentropfen fühlen, als Individuen, die sich behaupten müssen, versuchen wir natürlich häufig in der Wissenschaft die Wahrheit hinzubiegen. Wir fälschen Studien, wir erfinden Studien. Große Konzerne machen Meinungen, schaffen Meinungen mit milliardenschweren Marketingbudgets, damit sich eben die Scheinerkenntnisse auf dem Markt verkaufen lassen. Denn nur darum geht es. Es muss am Markt verkauft werden. Und uns ist nicht bewusst, dass dadurch, dass wir Netze über die uns erscheinende Realität legen, wir diese Realität, besser gesagt die Wirklichkeit, niemals erklären werden können. Wir schaffen damit wiederum nur neues Leid. Das, was das Leben ausmacht, wenn die Buddhisten sagen, erkenne, dass du das Erkennen bist, und nicht das Erkannte, nämlich dieses Fühlen, diese Momente, wo wir plötzlich ein Glücksgefühl haben, wo uns die Liebe einschießt, ohne Grund, ohne dass wir an etwas denken. Das sind die Momente, wo wir mit der Wirklichkeit verbunden sind. Menschen, die sich von diesen Inhalten befreit haben, die also nicht mehr an diesen Rollen, an ihrem Ego, an ihrem Job, an diesen Rollen, an diesen Inhalten festhalten. Die bezeichnen wir als sonderbar, die bezeichnen wir als erleuchtet. Aus einigen machen wir Gurus oder Heilige. Wir sagen, ah, der Jesus, Mohammed und was weiß ich was. Und dann glauben wir wieder daran und verfolgen sie und erkennen eigentlich nicht, dass das alles in jedem von uns steckt. Wir müssen nicht suchen. Wir müssen nur loslassen. Aber das fällt uns irgendwie schwer. Ich möchte dann jetzt zum zweiten Thema kommen. Das erste Thema war also die Unterscheidung Wirklichkeit und Realität. Die Realität ist etwas, was wir mit den Sinnen erleben. Ein kleiner Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, nennen wir es Energie, mir fällt nichts Besseres ein, baut all das hier um uns auf, Sonnensysteme, Planeten, Materie, belebte, unbelebte Materie. Für uns, da wir das Ganze nur mit unseren Sinnen wahrnehmen, greift es sich an und ist irgendwie wahrhaftig. Wir sehen nicht, wie bei einem Film, das sind schnell aneinandergereihte Bilder, wir erkennen nicht, dass dieser Tisch, dieser Computer sich rematerialisiert. Dass die immer wieder, dass sie flackern, das sehen wir nicht. Die sind einfach für uns da. Wir wissen aber jetzt, dass das ein Produkt unserer Sinne ist. Wieso aber fällt es uns so schwer, das zu fühlen? Wieso glauben wir lieber an eine Welt, an eine lenkende Macht, an einen Gott, an Politiker, an Gurus? Auch hierzu gibt es schöne Ansätze.
evolutionsbiologische Ansätze. Richard Dawkins, ein Entwicklungsbiologe, Sie können ein Buch finden Sie zum Beispiel auf YouTube, Der Gotteswahn, hat eine sehr interessante Theorie. Evolutionsbiologisch scheint es für das kleine Individuum, für den kleinen jungen Menschen erfolgreicher zu sein, sich eine Regel zu merken. Alles, was der Große sagt, befolge ich, weil dann überlebe ich. Sie wissen ja, Kinder, greif dort nicht hin, mach das nicht, dort verbrennst dich, Vorsicht, Strom, viele, viele Einzelregeln, mit denen das Kind überlastet ist. Merkt es sich diese eine Regel, alles was der Große da sagt, huha, das befolge ich, dann passiert mir nichts, hat das Kind einen Vorteil. Es muss sich weniger merken, es passiert ihm weniger, es ist evolutionsbiologisch eine Freifahrkarte zum Überleben. Dieser Mechanismus, der uns in jungen Jahren hilft, führt aber dazu, dass wir, wenn wir erwachsen sind, eben gern an eine lenkende Macht glauben. An einen Gott, Allah, Zenon, egal wie sie alle geheißen haben. Das geht so weit, dass wir bereit sind, uns dafür die Schädel einzuschlagen. Wie absurd das Ganze ist, kann man sich rechnerisch umlegen, wenn man bedenkt, dass das Universum seit Millionen von Jahren besteht und der Mensch ein paar tausend Jahre da ist. Wenn man diese Zahl in Relation zueinander stellt, dann ergibt sich, dass wir 0,6067% der Zeit da sind von diesem ganzen Spektakel. Man müsste sich also fragen, wie lenkt denn dieser Gott, wenn er den Menschen als die höchste Kreation der Schöpfung nur 0,00000067% der Zeit da sein lässt. Lächerlich. Aber logische Argumente nützen da nichts. Es hat wahrscheinlich auch damit was zu tun, dass diese, nennen wir Spiritualität, in uns an sich schon immer ist. Wir aber aufgrund dieses biologischen Kurzschlusses lieber an etwas glauben, als selber unser Hirn einzuschalten. Solche biologischen Kurzschlüsse finden sich in der Natur immer wieder. Bei der Schildkröte, junge Schildkröten, die vom Sandstrand nicht Richtung Meer, sondern Richtung beleuchteter Stadt gehen, weil sie glauben, das ist die Mondspiegelung. Und natürlich so jämmerlich sterben. Die Motte, die normalerweise anhand des Mondes navigiert und dann bei einer Kerze so lang konzentrische Kreise fliegt, bis sie im Kerzenlicht landet, weil sie eben glaubt, das ist der Mond. Das heißt, evolutionsbiologische Mechanismen, die sehr erfolgreich sind oder erfolgreich waren und durch eine Veränderung dann zum Nachteil werden. Vielleicht liegt es daran, wieso wir so glauben, an einen Gott glauben wollen oder an eine lenkende Kraft. Es liegt auch sicherlich daran, dass wir uns als Regentropfen fühlen. Wir fühlen uns einsam. Wir möchten Sicherheit beim Partner, beim Job, in der Gesellschaft. Wir gehen in einen Fußballclub, wir gehen zur Feuerwehr, wir gehen zur Polizei. Wir sind immer in Gruppen, weil da fühlen wir uns sicher. Weil als Individuen fühlen wir uns verletzlich. Würden wir aber erkennen, dass wir nicht der Regentropfen, sondern das Meer sind, würde sich vieles von unserem Leid auflösen. Das Problem, wie gesagt, ist, wir können diese Wirklichkeit nicht begreifen. Wir werden sie nur fühlen können. Jeder von Ihnen hat schon diese Momente gefühlt, wie ich vorhin beschrieben habe. Doch mit dem Fühlen tun wir uns generell ein bisschen schwer. Wieso das? Wieso begreifen wir lieber, als dass wir fühlen? Dürker, ein Soziologe, hat im 18. Jahrhundert eine interessante Theorie aufgestellt. Er schrieb etwas über eine organische und eine mechanische Solidarität. Was bedeutet das?
in der Frühzeit der Menschengeschichte, ich gehe da noch weiter zurück, hinter die Neandertaler, war ein jeder Mensch mit allem beschäftigt. Was meine ich damit? Ein jeder konnte alles, musste alles können. Sprich, man stand in der Früh auf, richtete sein Zelt, richtete die Schäden, die vielleicht ein Unwetter angestellt hatte, am Lagerplatz. Man richtete seine Kleidung her, besserte die Kleidungsstücke aus, ging dann auf Nahrungssuche, Bärensuche. Und am Abend saß man am Lagerfeuer. Man benötigte nicht viele Worte, nicht viele Begriffe, denn ein jeder machte alles. Ein jeder erfuhr die Welt auf ähnliche Weise. Wenn ein Unwetter zum Beispiel die Siedlung heimsuchte, dann musste man nicht viel erzählen, nicht viel beschreiben. Es reichte häufig ein Laut. Und ein jeder wusste beim Lagerfeuer, wie es dem anderen erging. Man hatte eine mechanische Solidarität. Die Menschen waren voneinander wenig abhängig, denn jeder machte alles. Gleichzeitig hatte man sehr viel Empathie, sehr viel Mitgefühl für den anderen, weil die Erlebnisse alle gleich waren. Nun setzte durch unsere Sinne die Spezialisierung ein. Wir erkannten, dass wenn wir den Apfel vom Baum nehmen und wir das effizienter machen, auf den Baum klettern oder den Baum schütteln oder vielleicht sogar was unter dem Baum ausbreiten und dann die Äpfel sammeln, schneller werden. Wir werden effizienter. Es begann die Spezialisierung. Und im Zuge dieser Spezialisierung gewann man Zeit. Plötzlich musste nicht ein jeder sein Zelt richten, denn es gab jemanden, der nur Zelte richtete. Es gab jemanden, der nur Feuer machte. Es gab jemanden, der nur auf die Jagd ging. Und so wurde man besser. Und das brachte Zeit für Individualisierung. Das Problem aber, durch diese Spezialisierung, Individualisierung, musste man mehr Begriffe einführen, mehr Wörter. Denn man musste sein Tun, sein Leben neu in Worte kleiden, neu beschreiben, wenn man es den anderen mitteilen wollte. Durch diese Begriffe bekam das Fühlen, nennen wir jetzt die Spiritualität des Lebens, ging zurück. Das heißt, man begann sich in seinem Leben oder generell in der Gesellschaft immer mehr nach Begriffen zu orientieren. Das Fühlen, die Spiritualität, wobei, wie gesagt, ich mit diesem Wort nicht sehr glücklich bin, verlor an Bedeutung. Und immer mehr war man im Kategorisieren und im Begreifen. Heute haben wir eine Welt, die eigentlich aus kleinen Mikrokosmen besteht, einem Bäcker, einem Tischler, einem Arzt, einem Richter, einem Wissenschaftler, und diese Mikrokosmen sind nur noch durch eine extreme Bürokratie steuerbar. Diese Mikrokosmen untereinander haben sich aber eigentlich nichts mehr zu sagen, weil ja die Themen schon sehr auseinandergegangen sind. Die Abhängigkeit voneinander aber enorm zugenommen hat. Dürker spricht hier von dieser organischen Solidarität, weil wenn nur ein Rädchen hier wegfallen würde, dann hätte die Gesellschaft ein Problem. Und wir haben uns aber durch diese Spezialisierung und Individualisierung voneinander wegbewegt, vom Leben wegbewegt. Jetzt werden Sie sagen, naja gut, und was hat das jetzt alles mit dem Leid zu tun? Ich fasse zuerst einmal kurz zusammen. Wir leben ein Leben, wo uns ein kleiner Ausschnitt durch unsere Sinne als Realität erscheint. Wir leben ein Leben, wo wir uns an Inhalte hängen, sei es jetzt
ein Gottglaube, sei es jetzt der Glaube an den Job, sei es jetzt der Glaube an den Partner, an das ewige Glück in einem wunderbaren Land, an Geld, an Ruhm. Ein Leben, wo wir also immer wieder Inhalte verfolgen und eigentlich nie satt werden. Jetzt werden einige sagen, naja, wieso, wenn ich das und das erreiche, dann bin ich ja glücklich. Andere vielleicht werden sogar sagen, du, ich bin aber glücklich. Diejenigen, die glücklich sind, sind meistens, ohne dass sie es wissen, im Hier und Jetzt. Jetzt werden sie sich denken, was soll das jetzt heißen? Was heißt hier und jetzt? Meine Tochter fragte mich einmal, wir gingen gerade von der Schule, du Papa, was meinst du immer mit deinem Bewusstsein? Was ist das? Und wir gingen an einem Kaugummi vorbei. Und ich sagte zu Leonie, Leonie, schau mal da am Boden, was siehst du da? Und sie sagte, Papa, ein Kautschi. Und ich sagte, Leonie, was siehst du da genau? Papa, einen schwarzen Fleck. Und ich kniete mich hin und begann zu beschreiben. Ich sagte, schau, du, das schaut aus da wie eine Wolke. Und bitte hier, wenn du es ganz genau schaust, dieses Grau, das wirkt wie ein Krokodil. Und es dauerte nicht lange, da kniete sich Leonie hin und begann wie wild diesen Kaugummi zu beschreiben. Sie sagte, du Papa, ja, schau, witzig da, das schaut aus wie ein Wald und hier Bäume. Und nach kurzer Zeit unterbrach ich sie und sagte, Leonie, was hast du jetzt gespürt? Sie schaute mich ziemlich verdutzt an und nach längerem Warten meinte sie, du, ja, es war jetzt Spaß, es war lustig. Und ich sagte zu ihr, du, die Menschen, die hier vorbeigehen, die mit ihren Gedanken beim Chef, beim Ex-Partner, beim Partner, bei Kindern, bei Problemen und und sind, die sehen hier einen Kaugummi. Es ist auch nur ein Kaugummi. Aber was passierte in dem Moment, wo du aufgehört hast zu denken, Leonie? Sondern du dich nur plötzlich diesem Thema widmetest. Plötzlich hattest du ein gutes Gefühl. Plötzlich warst du glücklich. Könnte es also sein, dass solange wir Inhalten nachjagen, Rollen spielen als Partner, als in einem Job, als Angestellte, als Chefs, was auch immer, wir abgelenkt sind von dem, was ist, und so abgelenkt sind vom Fühlen? Könnte es sein, dass dieses sich Bemühen, dieses Jagen gewisse Inhalte zu erreichen, die durch Medien, durch Werbung, durch alles Mögliche geschaffen werden, durch die Gesellschaft, was sollte man nicht? Man sollte ja heiraten, man sollte ja ein Häuschen bauen und. Könnte es sein, dass uns all diese Inhalte davon abhalten, von dem, was eigentlich ist, nämlich, dass wir nicht die Inhalte sind, sondern dass wir das Leben selbst sind. Und dieses, das Leben, und das klingt jetzt wieder so blöd, ich habe leider kein besseres Hinweisschild, kein besseres Wort als ich empfinde das immer stärker als Liebe, deswegen spreche ich nicht mehr von Energie, sondern von Liebe. Dass wir eigentlich Liebe sind und uns über Umwegen, über die Evolution, über biologisches Leben, über bewusstes Leben, weil die Natur ist auch Leben, aber in einem anderen Bewusstseinszustand. Wir uns eben dieser Phänomene bewusst werden können, könnte unser Leid also darin liegen, dass uns unsere Sinne, unsere sozialpolitische Entwicklung ein Leben vorgaukelt, was eigentlich gar nicht das Leben ist? Könnte es sein, dass all diese Religionen, Hinduismus, Buddhismus, aber auch Jesus,
All diese Menschen, die diese Bewegungen einmal in die Wege gesetzt haben, diese Erkenntnisse gemacht haben und dann über die Jahrhunderte, über die Geschichte wiederum Menschen diese Erkenntnisse einfach nur verfärbt haben, wieder für persönliche Zwecke benutzt haben, so wie heute eben die Kirche, der es ja nur darum geht, um eine Struktur zu erhalten, damit, so wie meistens, es einigen wenigen auf Kosten vieler gut geht. Könnte das Leid einfach nur damit beendet werden, indem wir bewusst im Hier und Jetzt handeln und uns viel mehr auf unser Fühlen wieder verlassen? Will ich heute diesen Menschen sehen? Will ich dorthin fahren? Oder mache ich das nur, weil ich vor den anderen nicht blöd dastehen will? Oder mache ich das nur, um den anderen was zu beweisen? Wie fühlt sich's eigentlich an, das Leben? Jeder von Ihnen oder die meisten von Ihnen, die sich dieses Video bis zum Ende ansehen, werden und haben diese Erfahrungen gemacht. Das sind eben nicht meine Erfahrungen. Ich rede nicht über etwas, über Erkenntnisse, die ich gemacht habe. Viele Menschen haben diese Erfahrung schon gemacht. Und viele verwendeten verschiedene Wörter, verschiedene Hinweisschilder für etwas, worüber man so schwer reden kann. Einige machen ein Geschäft daraus. Einige werden von uns als verrückt dargestellt. Einige als erleuchtet. Gibt es überhaupt sowas wie Erleuchtung? Ich glaube heute nicht. Erleuchtung ist kein Schalter, den man umlegt und plötzlich ist man auf Wolke 7. Erleuchtung ist tagtägliche Arbeit, ist sich auseinandersetzen mit Sachen, mit dem Hier und Jetzt, ernsthaft auseinandersetzen. Und dabei aber nicht mit den Gedanken, mit seinem Ego herumrauschen. Nicht beim, die Buddhisten beschreiben das als das Problem des Menschen ist, wenn er steht, dann denkt er ans Gehen. Wenn er geht, dann denkt er ans Laufen. Stehe, wenn du stehst. Laufe, wenn du laufst. Und gehe, wenn du gehst. Könnte unser Leid beendet werden, wenn wir einfach nur sehr bewusst miteinander umgehen, sehr wahrhaftig miteinander umgehen? Das erfordert natürlich sehr viel Selbstreflexion. Das erfordert, dass wenn Emotionen über mich hereinbrechen, Wut, Trauer, ich mir mal klar mache, was ist das eigentlich, was mich da jetzt ärgert, was mich da freut? Weil wir sind nicht diese Inhalte, die diese Emotionen in uns auslösen. Wir sind das dahinter. Wir sind das Leben selbst. Das zu erklären, ist irrsinnig kompliziert, wie Sie sehen. Und gleichzeitig ist es doch so einfach. Viele Menschen haben diese Erfahrungen schon durchgemacht. Ich habe hier in diesem letzten Bild verschiedene Namen. Viele von denen werden Ihnen bekannt vorkommen. Viele von denen werden Ihnen nicht bekannt vorkommen. Schauen Sie einmal selbst und hinterfragen Sie mein Gesagtes. Es geht mir jetzt nicht darum, dass Sie mir Antworten auf dieses Video schicken oder mich von etwas anderem überzeugen möchten. Denn wie gesagt, jeder Mensch hat die Möglichkeit, ein gewisses Tor zu dieser Wirklichkeit zu finden. Es muss nicht dieses Video sein. Es wird vielleicht in einer ganz anderen Situation, in einer ganz anderen Gegebenheit, in einer anderen Zeit für Sie sich Ihr Tor öffnen. Versuchen Sie auch nicht, das hier Gesagte zu begreifen. Es ist, wenn überhaupt, dann eben nur ein kleines Tor für etwas, was Sie nur fühlen können. Ich gebe Ihnen noch ein letztes Beispiel bezüglich diesen Fühlen. Ich war letztes Jahr das erste Mal
in einem Dschungel in Thailand. Und als ich dort mitten in der Natur saß, bekam ich Angst. Die Natur, sie war irrsinnig mächtig. Ich schaute herum und ich sah überall wilde Tiere, Spinnen, Käfer, Schlangen, Pflanzen. Und ich hatte richtig Angst. Ich fühlte mich klein, denn ich wollte das rundherum begreifen. Ich wollte mich wohlfühlen wie in einem Park, wie im europäischen Parks üblich, wo es schöne Blumenbeete gibt, angelegte künstliche Seen, schöne Rasenflächen und so weiter. Das verschaffte mir Sicherheit. In dem Moment war ich überfordert. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt hockelte ich mich einfach nur hin und ließ los. Ich hörte auf zum Denken und ich schaute nur noch herum. Und plötzlich, da sah ich überall Leben. Ich sah nicht mehr einen Baumstamm, der umgefallen war, sondern ich sah dort Sägespänen, wo Pilze plötzlich raussprießen, wo Spinnweben sich bildeten und Regentropfen in der Sonne glänzten. Ich sah Farne, ich sah Moose, die ich zuvor nie gesehen habe. Und plötzlich wich meine Angst einem Gefühl von einer irrsinnigen Vertrautheit, von einer enormen Stärke. Wir werden unser Leben durch Zerlegen nie begreifen können. Das ist eine Ordnung, die wir nie verstehen werden können. Auch wenn wir die Realität noch so sehr zerlegen, wenn die Wissenschaft noch so sehr alles zerkleinert. Wir werden das Leben nur fühlen können. In dem Moment, wo ich aufhörte zu denken, saß ich in dem Dschungel und es überkam mich ein irrsinniges Glücksgefühl. Und seitdem ich mich immer mehr meinen Gefühlen hingebe und nicht mehr versuche, das Leben zu begreifen und mich mehr dem Hier und Jetzt widme, egal ob das beim Zähneputzen ist, ob das beim Zusammenräumen ist, beim Arbeiten ist, umso häufiger spüre ich diese Kraft, die man nicht beschreiben kann, die aber da ist. Alles Gute.